war ebenfalls von der Bell 206. So, grandioser Sound. Wir haben hier einen Maßstab von 1:4,43. Länge 3,99 Meter. Bruttodurchmesser 3,25 Meter. Länge über alles war das eben. Länge nur vom Rumpf sind schon 3,20 Meter. Und was Sie hören, ist ein Soundmodul. Da wird elektrisch angetrieben, X-Nova Serie XCS 4535. Er fliegt mit 6S 16.000 mAh und hat damit eine Flugzeit von 12 Minuten. Ja, und diese Umgestaltung auf den AH1 war halt einfach deswegen, man wollte eine schlanke Silhouette, um im Angriff wenig Fläche zur Gegenwehr zu bieten. Und die Hauptbewaffnung waren eigentlich Kampfmittel, die rechts und links in den kurzen Stummeln darunter befestigt wurden, war aber auch in einen Panzer hingesetzt, haben diese größere Mechanik entwickelt für den größeren Rumpf. Und jetzt hat sich der Stefan im letzten Jahr hingehockt, hat gesagt, Mensch, das muss doch mit dem Rotorkopf noch mal besser gehen, und hat jetzt noch mal diesen Dreiblatt-Rotorkopf entwickelt. Und die Firma Vario wird demnächst also diese Kombination anbieten können. Hier jetzt erstmal dieser Frachtraum hinten geöffnet. Da schließt sich hinten der Frachtraum wieder. 2x2,30 Meter, Dreiblatt-Rotorkopf. Knapp 24 Kilo Abfluggewicht. Akku ist ein 14S 8000. Aus dem Hause Vario. Da setzt sie auf. Sind wir schon mal nach Applaus für den Matthias? Thank you.
So, Gerhard, du kannst den Fuß wieder senken. Sie steht sauber auf den Kufen, nichts kaputt gegangen. Warum auch? Sie fliegt sauber, du hast ein edles Stück dort hingestellt. Stefan, vielen Dank fürs Hochfliegen, fürs Überleben. Weil der Gerhard hat gesagt, mir geht es aus den Nerven, wenn ich das nicht schief. Ich muss auch zu den Namen, der heißt natürlich die von Runkel, der Akadil. Der wohnte in der Ortschaft Runkel und das war immer, quasi mehrere Gerste, war so der Gerd von Runkel. Von den Titel, den Namen hat er bis heute. Es handelt sich bei dem Modell um einen Angel Rescue Service Helikopter aus der Serie Trauma, die in den USA in den Jahren 2009 und 2010 ausgestrahlt wurde. Genau. Also die Entscheidung, die Lackierung zu machen, war auf jeden Fall die richtige Übereinigung. Das ist ja hier schon die zweite Turbinenausführung. Die Single-Turbinenausführung Berlin war ein Seeschützer mit Techtklopfer im ein oder anderen Buch bekannt. Hier liegt quasi schon die Weiterentwicklung. Ja, und wer hat da vorne schon die, ich glaube, 180 Stunden in den Flügel, hast du gesagt, hat die Maschine schon? Genau, 180 Stunden, ja. Das ist dann wirklich nur 55 für den Flugsport von der Telekom-Service. Das ist ein Jet Ranger zu sehen, eben auch aus der Serie, die Geld und der Messer wahrscheinlich auch gut kennen. Und das ist ein Modell, was ich sozusagen Auftrag gegeben habe, was ich danach der Motorwerke als die Gier zu sehen habe. Bevor ich das Video dann wieder ablege, nochmal die Liste schauen auf meiner Webseite und werde noch ein bisschen mehr Infos geben. Ich habe noch ein großes Haus, was angekommen ist. Natürlich, was ich dort im Risiko erfahre. Sie werden leider nur hören, aber das ist heute auch Geld machen. Das ist so wie Sie mich gerade hören. Da habe ich meine Herzgeräusche. Ihr seid durch, Ralf? Ja, wir sind durch, vielen Dank. Ja, nochmal Dankeschön, Ralf Buxnowitz hier, der Chef von Mikado. Wer Interesse hat an den Produkten im ersten Stück? Beide 12-11. Geht auf Success. Ich gehe mal davon aus, Raquel hat einen Kontrollmotor drin. Max auf, okay. Ja.
Es gibt neue Motorräder, der 700er. Es gibt die zwei Ausführungen, einmal zum Präsidium. Ja, ne? Ganz kleine Schrecksekunde. Da war nicht viel Platz, ne? Nein. Der los geht mit Matthew de Wilde. Er hat den OMP M7, also den 700er. Nixbar Servo Scanning Taubenscheibe BLS 4021 Heckservo BLS 4012 Maniac Flipper 12.5500 und Blätter sind Azur Pro. Da bitte hier nochmal Zwischenapplaus. Marlon Braun, Logo 800. Fliegt hier für Live-Hobby. Wenn Sie Fragen zu Komponenten haben und so weiter, oben im, jetzt muss ich überlegen, zweiten Stock, zweiten Obergeschoss sind Sie hier, ja, zweiten Obergeschoss. Ja, ja. Mit Musik. Und wir sind deswegen auch ruhig. Und kein Verbrenner ist elektrisch angetrieben. Der Maverick, ein 800er Heli aus dem Hause SAB. Heute mal von Karl Stacey ganz entspannt geflogen. Smoke on. Zeit machen wir nichts mit Raketenwerfern. Das ist okay. Das ist auch besser so. Das könnte auch besser verstanden werden. Guy Stacey mit seinem Maverick hier. Wunderschöner Schauflug mit Rauch. Und lass uns mal hören, dass es Ihnen gefällt. Davon kommt gar nichts an. Das geht auch noch viel lauter. Guy Stacey extra aus den USA eingeflogen hier. In heute seine verhältnismäßig langen Hosen, weil so strikt er wahrscheinlich noch kürzer, wenn es nicht zu warm ist. Wusste er denn, welche Temperatur ihn erwarten? Er wusste es, er wusste es. Er sagte, er wusste es. Dieses Modell natürlich auch erhältlich bei Würde Feli. Jetzt kommt wieder der alte. Mal einen ganz großen Applaus! Zweite Obergeschoss ist da so verhalten noch, was? Die sitzen ja auch noch alle. Yeah, mix up,
kurze Verhandlung. Die große Mannschaft ist einfach nur Gänsehaut. Ich darf noch mal darauf hinweisen, jetzt gerade beginnt der Vortrag übrigens auch Theorie und Praxis zur Optimierung der Übertragung von 2,4 GHz an der RC, die nämlich kein Gewinner als unbedingt höher aus dem Hause Mikado. Und 16:30 Uhr geht's weiter mit den Ereignissen der Profis, mit denen auch gut zum Profi werden kannst, mit dem Daniel Wiedemann von der Hügelschule bei Zeiss. Das Ganze übrigens in der diesmal anderen Ort, nicht mehr in der Wahl, ist hier oben im dritten Obergeschoss, im Turm oben im Presseraum. Aber jetzt wieder zum Genuss an der Flanke. Und wir dürfen stehen. Allein das Schauspiel, weil die Kufen ein- und ausfahren, finde ich immer spannend, weil die Klappen fahren so parallel nach hinten weg. Er zeigt es jetzt garantiert nochmal. Jetzt kommen wir raus. Sit. Da fährt das wieder ein, die liegen dann ganz am Rumpf an. Und wir sind nochmal im Rotor-Slot, im Slot des Modellsportverlages. Und wer jetzt nochmal nach vorne gegangen ist, ist mein Sprecherkollege Stefan Reusch. Und er hat die ganz große Serie Traumastand. Dort ist der Hubschrauber der Angel Rescue Service im Einsatz gewesen. Und diese Lackierung hat der Markus sich rausgesucht. Ja, beim Rotdurchmesser von 2,40 Meter reden wir von einem Maßstab von 1:6. Und wer sich dafür interessiert oder das schon mal beobachtet hat, denkt, das kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber irgendwie stimmt diese Silhouette nicht. Ja, das war mal eine Belgo H1D. Der Inbegriff Teppichklopfer genannt. Für Vietnam-Hubschrauber, aber auch Rettungshubschrauber in Deutschland. Ganz bekannt früher einfach olivgrün und mit einer neon-leuchtorangen Schiebetür, wo ganz dick SRR drauf stand. Die Weiterentwicklung mit zwei Turbinen ist hier die Bell 212, die auch eine etwas längere Nase dann in dem Zuge bekam für bessere Avionik. Und das ist das Flugmuster, was hier für die Flugserie gewählt worden ist, und das wiederum war ausschlaggebend dafür, dass Markus gesagt hat, das wird meine. Genau. Und erst Flug war ziemlich genau vor einem Jahr. Als die Maschine. Was ich toll finde, er ist ja Berliner, ist auch extra von dort angereist mit seiner Frau und hat da einige Helis mitgebracht. Und was er hier auch gemacht hat, er findet die ADAC-Einsätze oder die überhaupt die Funktion des ADAC-Hubschraubers toll. Und hat gesagt, so, wenn ich mir jetzt schon eine EC-135P2 baue, dann soll sie im Design des lokalen ADAC-Hubschraubers sein. Und so fliegt er hier als Christoph 31, der in Berlin stationiert ist. Und ich kenne einige Fotos, da steht sein Modell neben dem Original. Er darf auch immer mal wieder mal das Team besuchen kommen. Und die haben ihm auch einige Unterstützung im Vorfeld gegeben, damit der Helikopter so aussieht wie das Original. Von außen wunderschön anzusehen, ne? Und von innen will sie eigentlich keiner sehen. Ne?
Nee, eigentlich nicht, aber wenn du drin, wenn du von drin siehst, dann war irgendwas. Ja, irgendwas, ja, deswegen. Aber eine wunderschöne gebaute Maschine, da hast du recht, das ist eine Wahl. Please prepare your helicopters and come to the flight line. Thank you. So, jetzt haben wir nochmal ein Zahlenstückchen im Scale-Bereich. Jetzt haben wir nochmal zwei Stück Bell 206B3 Jet Ranger aus dem Hause Helifischer Betriebe, aus dem Hause Helikopter-Service Hammelburg. Am Start jetzt hier der achtmalige Schweizer Scale-Meister Roland Kaufmann, der Roli, der fliegt die grüne Maschine und der Heiko Fischer fliegt die Transilia-Maschine, das ist eine Fotomaschine, die schon übergeben ist. Die beiden werden jetzt mit den beiden zusammenfliegen. Die Grüne hat eine Radowski Pro 5000 drin, die Santini hat die neue Pro 7000 eingebaut. Ansonsten gleichstellige Helikopter, wunderschön aufgebaut, geiler Sound. Ihr habt jetzt die Klappe, dass ihr das hören könnt. Ich wünsche euch viel Spaß, Heiko Fischer und Roland Kaufmann. Ja, Bernd, was sagst du? Du sitzt hier zum einen Geburtstag, aber du sitzt da vorne im Wald von deinen Helis, wo du selber mal die Rundform gemacht hast. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn du jetzt mal so deinen Helikopter hier siehst, so fertig, plattiert? Ja, das macht einen schon stolz, weil das ist ein ganz tolles Modell. Das ist auch das Modell eigentlich, das wo wirklich der beste Hubschrauber sein kann. Da kommt nichts anderes hin. Gefallen oder ich bin von der Leiterin gefallen. Da macht es richtig Sinn, weil da macht auch einen richtig großen Unterschied. Ne? So, Heiko Fischer fliegt oben unter den Augen des Besitzers, die Santini Air Bell 206. Glauben Sie mir, der hat gerade Schweißfinger, auch wenn er sie auf dem Rücken hält und versucht trocken zu halten. Der Tobias Fiss. Next one, please. Gucken dir an. Einladen darfst noch nicht, aber deine. So, und ich darf die Paarung noch mal aufzählen. Wir haben gleich den Lukas Hatz gegen Kenny Coe. Wir haben Matthew de Wilde gegen Fabian Kloss. Wir haben Stu Smith gegen Marius Bl- Ja, alles gut. Ich schreibe dir aber nicht.